Die Neanderland Tunes ist ein Contest für junge Live-Musik, richtet sich an junge Musikerinnen und Musiker im Alter bis maximal 25 Jahren und wird eigentlich jährlich ausgerichtet, gemeinsam vom Jugendzentrum Area 51 der Stadt Hilden und dem Kreis Mettmann. Wir machen das seit vielen Jahren, konnten jetzt 3 Jahre wegen Corona nicht auf die Bühne gehen und freuen uns, dass es am 4. November wieder ist. Bewerben können sich junge Musikerinnen und Musiker der verschiedensten Rock-Pop-Genres, die es da so gibt, auch Solisten, Bands. Wir freuen uns über alles, was kommt bis zum 15. September. Sie sollten möglichst im Kreis Mettmann wohnen, leben oder arbeiten oder der Probenraum sollte hier sein und dann kann man mitmachen. Es werden 6 Bands oder Solisten, Solistinnen ausgewählt, die dann am 4. November live performen können und die können auch was gewinnen, nämlich die ersten 3 500, 400 oder 300 Euro und die anderen 3 Nichtplatzierten bekommen jeweils 100 Euro. Ja, ich finde immer die Stimmung total toll. Das ist mittlerweile ein Generationenprojekt geworden, weil natürlich die Auftretenden dort ihre Fans mitbringen und das sind natürlich auch die Familien, die Geschwister, die Eltern, manchmal Oma, Opa und natürlich der ganze Freundeskreis. Es ist immer eine sehr gelöste, heitere Stimmung. Wir sind auch immer kurz vor 12 fertig, sodass auch Minderjährige, die noch nicht so lange da sein dürfen, alleine dann auch nach Hause gehen können.